Mit der Hüfte offen, offen, geschlossen, geschlossen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Einfach ganz locker anfangen, diesen Aufwärmen. Ja? Das heißt, man mal schön mit der Hüfte, das soll mitgehen, schaut, dass ihr den Zehenbein mitbewegt, in beiden Richtungen, vorne und hinten. Das heißt, offen, offen, geschlossen, geschlossen. Zu verstärken, gehen wir in die Kiefertasche hinein. Ja? Gehen wir schön runter und versuchen wir mit den Windbewegungen auch die Schläge zu machen. Also, immer einen Rhythmus zu finden. Also offen, offen, geschlossen, geschlossen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Jetzt einmal beim Runtergehen Monster. Schön hinuntergehen. Und jetzt umgekehrt, jetzt versuchen wir den umgekehrten Schluss, das sind tief und beim Aufschlagen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Also nochmal, ganz runter, noch viel tiefer runter, schaut her. Und offen, offen, geschlossen, geschlossen. Offen, offen, geschlossen, geschlossen. Also wenn wir runtergehen, belasten wir ein Bein. Das heißt, wenn ich das Bein belaste, dann komme ich danach auf die andere Seite. Also wenn ich runtergehe, komme ich auf die andere Seite. Wenn ich runtergehe, komme ich auf diese Seite. Genau. Und zwar so, nicht ich mag darüber gehen, sondern mein Bein macht es. Mein Bein ist jetzt belastet. Jetzt hier mein rechtes Bein gehe ich nach links. Ja? Okay? Jetzt machen wir es so. Wir tauchen auf der anderen Seite auf und machen zwei Schläge. Das ist rüber. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Nächste Sache ist das, wenn ich quasi untertauche, versuche ich eine imaginäre Hand wegzudrücken. Sehen Sie das? Okay? Einmal mit der inneren Hand. Ja? Das ist ja wie beim Blocken beim letzten Mal, das wirklich gerade aus. Dass das so ausschaut. Ja? So, und beim Durch, da kommt die gerade Hand vorbei. Jetzt haben wir eh schon gesehen, wir gehen jetzt auf die Seite und dann schlagen wir. Also wir gehen jetzt von hier runter auf die Seite, blocken, mit der anderen schlagen wir entweder unten oder oben. Ja? Machen wir unten und oben. Das ist ganz gut. Also wir stehen so da, auf die eine Seite, wir blocken unten und oben. Pam, pam. Wieder auf die andere Seite. Pam, pam. Okay? Wieder auf diese Seite. Pam, pam. Auf der anderen Seite, pam, pam. Jetzt machen wir das Ausweichen und dann kommt ein Uppercut hinein. Also, wenn ich hier stehe und ich weiche aus, hier der Block, hinsteigen und Uppercut. Ich habe hier die Ausweichbewegung, der Block, hinsteigen und Uppercut. Das ist ein Hinsteigen, ja? Ausweichen, Block, hinsteigen und Uppercut. Wir wollen eher ausweichen. Das heißt, wenn ich meinen Kopf anschaue, mit dieser Bewegung muss ich drunter sein. Das ist ja genauso wie Krebs. Aber ich bin hier und ich muss unter diese Linie kommen. Das wirklich runter. Pam. Okay? Von hier wirklich runter und hineinsteigen und der erste Uppercut.